You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. Ich hab schon die ganze Zeit auf. Du bist ein kleiner Wichser, ey, das lösche ich zurück. Du bist voll kleiner Pisser. Hallo Leute, das ist mein Bruder. Ich Hi. Weiß nicht, ob man sieht, das könnt ihr ja uns direkt mal in den Kommentaren wissen lassen, ob man die Ähnlichkeit irgendwie sieht. Spaß. Auf jeden Fall machen wir heute die Geschwister-Challenge. Wir haben hier schon einen Blog, also als Unterlage und natürlich auch Zettelchen. Und ich habe auf Instagram auch Stifte mal... Stifte auch. Stifte haben wir auch, ja. Ja, hervorragend. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen habt, die wir so gegenseitig über den anderen beantworten müssen. Du kannst auch in die Kamera gucken. Ich möchte nicht, ich möchte gerade zugucken, wenn du redest. Okay. Und da kamen auf jeden Fall ein paar Fragen. Ein paar haben wir uns natürlich auch aus den anderen Geschwister-Challenge-Videos genommen, die ich auf YouTube so gefunden habe. Und ich würde sagen, wir erklären euch kurz die Regeln und dann geht's los. Also wir kriegen jetzt Fragen gestellt und müssen die Frage über den anderen beantworten. Ich glaube, man checkt das dann so, wenn es... Ich habe selber nicht verstanden, aber es wird schon klappen irgendwie, ne? Es wird schon klappen. Also ja, ich stelle jetzt eine Frage und du schreibst deine Antwort auf und ich meine. Und dann müssen wir es aber über den anderen sagen, was du hingeschrieben hast. Zum Beispiel, wenn ich frage, wie heißt du, dann musst du Johannes hinschreiben. Ich muss dann sagen, was? Okay, ich glaube, du hast okay. Johannes hingeschrieben. Okay. Es geht ganz einfach los mit der Augenfarbe. Hast du? Klar, Mann. Jetzt habe ich das ja schon gesehen. Ah nein, ich bin okay. Ich glaube, du hast braune Augen. Nein. Okay, natürlich war das auch schlecht. Hast du meins schon gesehen? Was habe ich für eine Augenfarbe? Auf jeden Fall dunkel, braun, aber ich glaube, das ist ein leichten Grünstich. Voll gut. Braun-grün habe ich aufgeschrieben. Okay, das war jetzt die Proberunde quasi. Das habt ihr auch alle verstanden, ne? Wer jetzt nicht aufgepasst hat. Mein Bruder hat es jetzt auch verstanden. Okay, verdammt. Schade, das wäre schon mal ein krasser Punkt gewesen. Tja. Okay. Der wird jetzt nicht gewertet. Lieblingsmusiker. Boah, Alter. Der Musiker oder zählt auch Band? Ja, Band zählt auch. Okay, komm, dann nehmen wir doch mal was da. Okay, ich denke, dass es bei dir Seed ist. Geil, ja. Ehrlich? Verdammt. Voll gut. So ein Mist, ja. Da. Schwierig, ich hoffe Adele. Ich hab keinen. Ach komm schon, wieder keiner. Das ist... Ja. Okay, aber Adele höre ich eigentlich schon. Es gibt einen halben Punkt. Okay, na gut. Was? Einen halben Punkt. Okay. Es gibt einen halben Punkt. Aber ich höre so generell eigentlich alles. Ich hab keinen speziellen. Ich eigentlich auch nicht, aber ich muss mich festlegen, habe ich gedacht. Ja, okay. Na gut. Lass uns mal gelten. Ja. Lass uns mal gelten. Okay. Das nächste, die schlimmste Eigenschaft. Okay, und meine schlimmste Eigenschaft. Ich muss jetzt auch mal überlegen. Ich hab bestimmt viele schlimme Eigenschaften. Natürlich nur gute Eigenschaften, ist ja wohl klar. Ich sag gerade, ich hab mal viele Stimmen und du sagst, ich hab nur gute. Was? Was? Boah, voll schwierig. Also natürlich nicht immer, ne? Also was ich sie aufgeschrieben habe, das ist nur so mal ab und zu. Aber ist schon... ich hab voll schief geschrieben. Mhm. Okay, was hast du denn? Also deine schlimmste Eigenschaft, da gibt's echt viele. Das ist schwierig auszuwählen zwischen Pest und Cholera, das ist halt schon... schwierig. Fang du mal an. Ich denke. Boah, das ist echt schwer. Ist auch schwierig. Kriegst eh keinen Punkt, ganz ehrlich. Deine schlimmste Eigenschaft. Gib mir mal einen Tipp. Ja, also ich, okay, sag ich mal, vielleicht wir sind uns ein bisschen ähnlich auch manchmal, wobei es natürlich bei dir noch viel krasser ist. Also ich, deine schlimmste Eigenschaft ist deine Faulheit. Ja, schon, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Ach, also so 100% faul jetzt nicht. Faulheit in dem Sinne, die Sachen, die ich gerne mache, die mir viel bedeuten, die mache ich ja gerne. Zum Beispiel YouTube neben meinem dualen Studium, was natürlich eigentlich mega raus, krass aber, ist. Ja. Oder deine Unordnung. Hey, es hat sich gebessert. Es hat sich wirklich gebessert. Okay, ich zeig dir, was ich aufgeschrieben habe. Schlechte Zeiteinteilung. Oh, das werde ich jetzt nicht an. Ja, okay. Lass uns doch, das stimmt wirklich. Ja, auch, was dann, Klausuren dann betrifft bei mir und so. Bei mir. Ja, ist schwierig jetzt. Also ich meine, bei den ganzen schlechten da auszuwählen. Ja, vielleicht so ein bisschen verpeilt, aber das trifft auf mich auch. Was ist verpeilt? Was wäre ich? Hä? Nein, ich habe bei mir. So familienintern. Bei mir.
Ich habe mir die Faule gesehen. Aber okay. So ist man so verhassen, dann mache ich nichts. Okay, Faulheit. Aber okay, ja, gut. Ja, okay. Muss man mal machen. Ja. Nächste Frage. Lieblingsessen. Man darf auch mehrere draufschreiben. Hier, meine Fans dürfen übrigens mitraten. What the fuck? Ja, okay. Also macht jetzt Pause und ratet, was dein Lieblingsessen ist. Und schreibt es in die Kommentare. Und dann lasst ihr wieder weiterspielen. Dein Lieblingsessen? Das war ja voll das schnelle Wort. Nee, stimmt gar nicht. Bestimmt Pizza. Wenn du wüsstest. Was schreibst du da hin? Das ist ein ganzer Roman. Mann. Ich esse halt gerne. Ja, ich auch. Was könnte das denn sein? Lena, ich gebe dir einen Tipp, ich habe 4 Sachen bei mir hingeschrieben. 4 Sachen? Wenn ich eines davon rate, kriege ich einen Punkt. Vielleicht. 4 Sachen. Eieiei. Okay, fang du an. Pizza? Nein. Sushi. Ehrlich? Ja, Mann. Ehrlich? Ja, wirklich. Kein Scheiß. Seit neuestem. Was? Pizza esse ich nicht. Also seit neuestem nicht, aber seit vielleicht. Seit neuestem Sushi. Seit vielleicht 2 Jahren oder so. Ja, und was ist bei mir? Grießbrei. Habe ich nicht aufgeschrieben. Ja, voll geil, ganz ehrlich. Das muss auf die Liste drauf. Kannst du so lesen? Nein, ich kann nichts lesen. Okay. Lieblingsessen. Komm, ich habe 4 Sachen hingeschrieben. Ja, also eigentlich so Fleisch. Machst du ja nicht so gerne eigentlich. War jetzt sowas. Was habe ich mir einmal an Weihnachten zu essen gewünscht? Ja, waren wir 12 oder so. An Weihnachten, du hast dir was zu essen gewünscht? Ja, Butter wir pur. Dürften uns früher was zu essen wünschen manchmal. Du bist gemeint, Butter pur habe ich nie gegessen. Natürlich. Du hast Butter pur immer gegessen als Kind. Als 3-4-Jähriger. Ich habe Druckerpapier gegessen, aber nicht Butter pur. Du hast Butter pur gegessen, definitiv. Ich weiß noch ganz genau. Ii. Ja, wirklich, ich schwöre. Also ich schwöre wirklich, ich schwöre wirklich. Und auf dem Butter pur. Gerade weil du das noch weißt, wo du 7 warst oder ja, so. Ja, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis in meiner Kindheit. Okay. Weil ich das nicht verstehen konnte, wie man Butter pur essen kann. Soll ich nein, noch nicht, warte. Vielleicht noch, könnt ihr noch dabei Apfel-Zimt-Flammkuchen? Flammkuchen, Apfel-Zimt-Flammkuchen? Ja. So süßer Flammkuchen? Ja. Den habe ich eigentlich aufgeschrieben. Aber, weiß, mit aber es irgendwas war schon, das mit Kuchen hat schon gestimmt am Schluss. Aber jetzt habe ich dir so einen Tipp gegeben, es gibt maximal einen halben Punkt. Mit Kuchen? Was gibt es denn noch mit Kuchen am Schluss? Kuchen. Nein. Pfannkuchen. Pfannkuchen, ja okay, ja schade. Okay. Ich habe auch geschrieben, Pfannkuchen, Pizza, Schokolade und Obst. Ist ja Schokolade, ist ja kein Essen. Das ist ja so ein Snack. Obst ist ja auch nur ein Snack. Girls. Pizza. Schokolade. Ja okay, ja, okay. Seit wann ist denn das? Keine live. Pizza, ist das so? Pizza esse ich schon gerne, ja. So Pizza Hawaii. Ach stimmt, das ist ja keine Pizza. Du hast nicht mal mit Tipps geschafft, 1/4 zu essen. Ah ja. Ich bin echt enttäuscht. Ich hatte ein kurzes Wort geschrieben, wo du hast nicht mal richtig... Also egal, ja, mach weiter. Nächste Frage. Okay, nächste Frage ist das schlechteste Schulfach und zwar ist damit gemeint von der 5. bis zur 13. Klasse. Also durchgehend, was so im Schnitt am schlechtesten war. Im Schnitt am... das ist eine gute Frage. Im Schnitt am schlechtesten durchgehend. Oh ja doch, da fällt mir was ein. Mir auch, leider. Oh, Moment. Aber muss das ein Fach sein, das wir noch in der Oberstufe hatten? Das ist eine gute Frage. Dann machen wir ein Fach, das man in der Oberstufe auch noch hat. Ja, machen wir so. Okay. Ja. Okay, ich denke, dein schlechtestes Fach war... Bin ich sehr gespannt. Moment, lass mich Ich hatte eine gute Fächer. Ich weiß gar nicht, du hattest keine Kunst mehr in der Oberstufe, ne? Ja, richtig. Da war ich überragend übrigens. Ja. Du hattest auch keine Physik mehr? Hattest du noch Physik? Ach, aber da warst du, glaube ich, sogar wirklich gut. Physik war ich gut, ja, natürlich. Da warst du gut, da war ich so schlecht. Oh, ja. In der Oberstufe... Ich sag Deutsch, weil Deutsch ist immer so ein Arschlochfach. Ja, schade. Schade. Knapp daneben. Geschichte? Nee, Geschichte ging eigentlich. Rallye. Religion, ach man, da war ich auch nicht so wirklich gut. Ja, Rallye war einmal war nicht so überragend, weil fand ich immer langweilig, weil man so viel rumgelabert einfach. So mit Mathe und so, da hat man ein paar Lösungen und Rallye ist immer so. Okay, dein schlechtestes Fach. Na, lass mich überlegen. Also das war ja lange, lange Latein, würde ich behaupten. In der Oberstufe war ich echt gut in Latein. Ja, das ist das Problem. In der Oberstufe hat sich bei mir alles gewandelt. So alle schlechten Noten wurden gut. Mathe war es auch gar nicht so schlecht, ne? In Mathe, das war mein bestestes Fach in der Oberstufe. Mein bestestes Fach? Dein bestes Fach? Ich nehme Deutsch. Ja! Mann! Okay, übrigens, jetzt machen wir den Strich, für mich einen Punkt. Mein bestestes Fach, bin ich bescheuert. Komm, ich mach das selber. Ah, nein,
Okay, 1,5 zu 1 für mich. Ich kann schon Deutsch und so, aber... Alter, Bruder, ich schwöre. Jalla. Ich war immer so ganz schlecht in so Interpretationen und Gedichtsanalysen okay. und so Kram. Das hat mich einfach null interessiert. Nächste Frage, das beste Fach. Okay. Machen wir jetzt auch wieder auf die ganze Schulzeit bezogen. Ja, okay. Wenn du das nicht weißt, das wäre erbärmlich. Das weiß ja jeder Mensch. Oh, muss ich das in der Oberstufe auch noch gehabt haben jetzt? Ja. Das ist mies, weil das weißt du bei mir auf jeden Fall. Ja, Sport bei dir. Ja, ist richtig. Was bei mir? Du hattest Kunst, LK, ne? Mhm. Musik war es immer gut, aber das zählt ja dann nicht, ne? Musik hatte ich in der Oberstufe leider nicht. Genau. Mehr. Kunst könnte sein. Das ist eine gute Frage. Auf was legst du dich fest? Ja, beruhige dich. Also, Musik kann es ja nicht sein, ne? Musik kann es leider nicht sein, hätte ich sonst wahrscheinlich genommen. Komm ich zum Kunst? Jawohl. Ja. Ich hätte sonst Mathe genommen, aber das war leider nur in der Oberstufe mein bestes Fach. Und vorher war ich grottenschlecht in Mathe. Dann hatte ich eine Lehrerin, dann war ich danach so bäm. Und er hat mir immer geholfen. Manchmal Nachhilfe gegeben und dann ja, lief das. Ja. Mathe-Lehrer. Ja, meine ehemalige Schüler. Hi. Mathe und Sport auf Lehramt. Eieieiei. So ist es. Wann ist der Geburtstag? Mein Geburtstag? Ja, du deiner, ich meiner. Ja, das ist so lächerlich. Und dann gegenseitig sagen. Lächerlich diese Frage, dass, wenn ich das nicht wüsste. Ob ich das preisgeben möchte, dass ich so alt schon bin? Also, dein Geburtstag war am 27.10.1991. Sehr gut, und deiner war am 3.9.94. Ja, sehr gut. Was war das für ein Tag? Bei mir war es ein Sonntag und bei dir war es Dienstag. Ich habe keine Ahnung. war Dienstag, auf jeden Fall. Ich glaube, es war ein Samstag. Sicher. Nein, es war Dienstag. Nächste Frage. Die größte Angst. Aber ich muss jetzt auch mal kurz nachdenken. Ich bin also eigentlich, bei dir ich weiß bin ich, echt, eigentlich weiß ich was bei dir. Ich bin gar nicht so ein Schisser. Ja, du bist eine Sache, da rastest du ja komplett aus. Und das, also, wenn du das nicht aufschreibst, bin ich persönlich beleidigt. Persönlich beleidigt. Ich weiß, was du meinst, was es ist, aber... Ja, die größte Angst. Also, ja, nee, schreib erstmal auf. Meine größte Angst, ja. Keine Ahnung. Ich hab eigentlich keine so richtig große Angst, wo ich sagen würde, okay, da hole ich jetzt rum. Ich schreib drei Sachen auf. Jetzt tu nicht so, als hättest du überhaupt voll gar nichts Angst. Fühl ich nicht. Nein, wirklich nicht. Mir fällt da nichts ein gerade. Mir fällt auch nichts ein. Aber okay, wir machen das so, als Erweiterung der Regeln, mir fällt wirklich nichts ein. Wenn du mir was sagst, wo ich sagen würde, okay, das trifft zu, ich meine, bin ich ganz ehrlich, dann kriegst du einen Punkt. Changing the rules, okay. Ja, man muss ein bisschen erweitern nochmal. Ja, sag erstmal, du meinst. Spinnen. Ja, aber nur vor großen Spinnen. Früher habe ich sogar kleine Spinnen auf der Hand gehabt. Ja, von wegen. Vor großen Spinnen. Und ich habe noch aufgeschrieben, die komplette Dunkelheit, wenn man so gar nichts mehr sieht. Und Verfolgungsangst. So im Dunkeln. Das ist total creepy, wenn du irgendwo draußen bist und es ist ganz dunkel und dann muss ich mich immer umdrehen. Ja, wenn es ganz dunkel ist, sieht dich doch auch keiner, weißt du? Also wenn du nicht... Außer dir am Nachtisch vielleicht. Ja, aber trotzdem. Ja, okay, egal. Gut. Du musst mich noch hier. Also ja. Erstmal krieg ich einen Punkt übrigens. Ich mach das schon mal selber hier. Okay. Also du hast keine Höhenangst. Hm, nicht so wirklich. Du hast auch keine Angst im Dunkeln. Hm. Du hast auch keine Angst vor Tieren. Hm. Okay. Es gibt zwei Tiere, die ich nicht mag, vor denen ich ein bisschen Schiss hätte. Was heißt Schiss? Schiss oder einfach, du magst sie nicht? Ja, die ich auch ekelhaft finde, um die ich einen großen Bogen machen würde. Schlangen? Nee. Nee, Schlangen nicht. Das doch, hast auch keine du mal Frage, ne? gesehen, oder? Ja. Kröten? Ja, okay, Kröte wär's gewesen. Ehrlich? Ja, Kröten und Ratten. Ja, okay, das ist meinetwegen. Gib einen Punkt meinetwegen. Voll gut. Ja. Ich mach mir einen halben. Ich bin fair. Mach einen halben. Ja, du bist sehr fair. Ja, ich bin sehr fair. Und das Fairplay hier. Ja, immer schön Likes, ne? Und wie nennt man das? Genau, bevor ihr es vergisst, könnt ihr mal hier ein Like geben, wenn ihr wollt. Und natürlich immer Kommentare da lassen, ne? Was war das? Wie kann man das? Wie nennt sich das da generell? Followen, ne? Abonnieren heißt Aber das. Abonnieren, auch. Ganz genau. Das war das, was ich... Ach genau, was machen wir eigentlich? Oder was muss der Verlierer machen? Ja, das sagst du jetzt, wo ich im Punktrückstand bin. Weiß nicht, was du meinst, aber ja. Was meint ihr? Wir machen das so. Ja. Ihr entscheidet die Bestrafung und das heißt, derjenige, der jetzt verliert, wir müssen dann nochmal ein Video machen, irgendwann die Tage. Derjenige, der verliert, muss eine Bestrafung machen, die ihr entschieden habt in den Kommentaren. Je nachdem, also wenn ich verliere, dann bitte nicht zu krass, ne? Wenn er verliert, dann könnt ihr schreiben, was ihr wollt. No. Okay. Lieblingsgetränk. Cocktailmäßig oder generell? Generell. Ich habe kein Lieblingsgetränk. Ah, doch. Okay. Willst du zuerst raten? Dein Lieblingsgetränk, ja. Ich habe sogar zwei aufgeschrieben. Zwei aufgeschrieben.
Stilles Wasser und Apfelsaftschorle. Das zweite, okay, stilles Wasser. Trinken nur stilles Wasser zu Hause, das ist immer. Leitung, halbes Literglas und dann immer. Das besteht auch aus Wasser. Tee. Ja, Wasser und Tee. Ja, das gibt einen Punkt auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich glaube, du trinkst gern Kaffee. Ja, das lasse ich mal gelten. Ich habe jetzt hier Espresso aufgeschrieben. Ja. Aber Kaffee ist da schon, finde ich, auch okay. Ja. Sehr gut, ich kriege auch einen Punkt. Ja, meinetwegen. Ich habe noch einen Zettel, was ist da los? Ich habe gar keinen mehr, ich schreibe auf die Rückseite. Ah, okay, das ist eine gute Idee. Du bist so innovativ. Nachhaltig. Wow. Nachhaltig und innovativ. Okay. Wahnsinn. Was stört dich am anderen? Boah, du weißt direkt was. Nein, das könnte gar nicht. Okay, was ich jetzt aufschreibe, ist natürlich nicht immer so ein Dauerzustand, aber so manchmal... Du fängst an. Passt das so zusammen mit der schlechtesten Eigenschaft? Das weiß ich nicht. ich denke, dass dich am meisten an mir stört... Nichts. Nein, Spaß. Irgendwas muss ich aufgeschrieben haben. Ich hätte sogar ziemlich viel. Nein, das ist schon gut. So schlimm ist es nicht. Ich weiß es nicht, ey. Auch meine Faulheit. Ach, die ist mir doch scheißegal. Nein, ich habe auch geschrieben. Ist natürlich nicht immer so, aber manchmal die Zickerei, wenn sie eigentlich meint, bin ich voll wenn sie meint, sie wird die Prinzessin wieder hier im Haus und dann wird hier alles auf den Kopf gestellt und dann... Ich bin eigentlich echt unkompliziert. Meistens ja, aber manchmal, oh Gott, wenn es früher darum ging, wer das Auto bekommt, oh mein Gott. Du hattest immer das Auto. Nein. Ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren. Du bist nie mit dem Fahrrad gefahren. Sie ist nie mit dem Fahrrad gefahren, sie ist immer mit dem Auto gefahren. Immer. Immer? Ja. Ich darf erst seit ich 18 bin Auto fahren. Ja, aber seit du 18 bist, die Zickerei. Okay. Manchmal, nicht so arg schlimm, aber ich muss was aufschreiben, okay. Vielleicht bin ich manchmal zu rechthaberisch. Ist das eine Antwort? Ja. Nee. Ach, verdammt. Mich nervt es, dass du dich nie meldest. Und zwar, wenn Mama oder Papa dich anrufen und du rufst nie zurück und dann rufen Mama oder Papa bei mir an, um rauszufinden, was mit dir los ist. Wenn ich mich nicht melde, ist immer alles gut. Ja. Ja, okay, verstehe ich. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Okay. Letztens haben Mama und Papa, also man muss halt so sagen, unsere Eltern sind getrennt, und haben unabhängig voneinander mich am gleichen Tag angerufen, innerhalb von 2 Stunden, um zu fragen, warum denn der Johannes nicht zurückruft. Und die sind nicht so überfürsorglich, dass sie ständig anrufen oder so, sondern so vielleicht einmal im Monat oder so. Ach, schon einmal alle 2 Wochen. Einmal alle 2 Wochen, 2-mal im Monat, yay! Okay. Okay, das war's. War's das schon? Scheiße, warte mal, nee, wir müssen noch mal, wir brauchen noch Fragen. Warte, hab ich jetzt bei deins erraten? Nee, ne? Nee, ich hab deins aber auch nicht erraten. Okay. Von dem her ist okay. Nee, ganz klarer Sieg für mich. Nein, wir brauchen noch mal. Okay, wenn du noch eine spontane Frage hast, darfst du sie jetzt stellen. Ich hab eine gemeine Frage. Die kannst du wissen. Wie heißen alle meine Haustiere? Alle deine Haustiere sind auch alle meine Haustiere gewesen. Ja, sag mal. Das ist aber nicht so schwer. Ich schreib's jetzt nicht auf, weil Blackie, ich weiß es nicht. Nelly. Das war's? Früher noch Felix. Ja. Kaninchen. Das war's? Ist das deine finale Antwort? Ich glaube, das war noch eine Schildkröte. Ja. Du bist behindert, ey. Wie hieß sie denn? Erwin oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Du darfst mir dann auch noch eine Frage stellen, aber du kannst es nicht beantworten, ne? Wie hieß sie? Soll ich die sein? Ja. Sie hieß Tessa. Tessa! Ja. Ja. Tessa-Film. Ah, okay. Ja. Warum bin ich so dreckig? Hallo? Deine eine Hand auf! Ich wollte gerade wissen, dass du zu dumm zum Schreiben bist, aber scheinbar bin ich es auch. Ich kann noch aufholen. Was ich beantworten kann. Was du beantworten kannst? Also, wo ich die Möglichkeit habe, wenn ich in meinen Gedächtnispalast schaue, tut zu viel The Mentalist. Ist die Geld dafür, das? Nein. Ja, ja. Schnell raus. Scheiß raus. Was ist mein Lieblingsfilm? Das ist eine sehr berechtigte Frage übrigens. Okay, ich glaube, das kann ich beantworten. Das hat deine Kindheit geprägt, ne? Das prägt mich immer noch. Harry Potter. Ha! Nein! Herr der Ringe? Ja. Scheiße! Harry Potter ist Nummer 2. Schade, ja, Herr der Ringe wäre es gewesen. Tja, damit ist es eindeutig. Du findest Herr der Ringe... Herr der Ringe? Herr der Ringe. Du findest Herr der Ringe besser als Harry Potter. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Herr der Ringe oder es Harry Potter? Es ist beides überragend. Es ist beides überragend. Aber Harry Potter ist besser. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findet ihr Harry Potter? 9 3/4.
überragender Witz. Ja, das heißt wohl, ich muss die Bestrafung machen. Ihr dürft entscheiden, was ich machen muss. Und ob ihr öfter Videos mit meinem Bruder sehen wollt. Was? Doch. Wenn das Video 1000 Daumen nach oben kriegt. 1000 Daumen? Dann machen wir wieder ein Video zusammen. Oder bei 10 Millionen Viewern. Ja, genau. Bleibt mal realistisch. Das wäre meine Challenge. Daumen nach oben, damit mein Pro wieder hier im Video ist. Der Pro, Mann. Auf meinem YouTube-Channel. Dann also jetzt mal alle Schüler von seiner Schule, wo er mal unterrichtet hat, ne? You know what to do. Ich muss sie noch grüßen. Achso, also ja, hier. Grüß sie mal. 7C, 8A, 8D, 10B. Ihr wart alle die coolsten. Aber warte, warte, ich hab die falsche Klasse gerade genannt. Das war nicht die 8D, das war die 8E. Ist nicht dein Ernst? Die 8E? 8E war das, sorry, 8D. 8D war es nicht, 8E. Vorhin habe ich Verpeiltheit genannt, ne? Ja, das ist schon ein bisschen her, weißt du? Also ich möchte mich hier an dieser Stelle ganz außerordentlich entschuldigen. Ich grüße einfach... Die ganze Schule. Das ganze GG. Die wissen schon gemeint, was gemeint ist. Das war's mit dem Video und... Warte, ich mache mich bereit. Tschüss und bis zum nächsten Video.